damit willkommen zu einem neuen Let's Play von Portal 2. Nach wie vor auf der Nintendo Switch in der Collection. An der ich muss sagen, allein schon der Startbildschirm gibt einiges über das Setting her. Wir sind Gladys am Boden. Alles verfallen, zerstört. Schauen wir mal, was passiert ist nach der letzten Explosion, mit der Portal 1 geendet hat. Ich freue mich mega, ihr habt ja gemerkt, wie viel Spaß ich bei Portal schon hatte. Ich meine, 2 ist noch ein echten Ticken geiler. Jetzt auch nochmal die Nahaufnahme. Allein noch die Risse im Plastik, es ist schon echt geil gemacht. Cool auch, wie wir uns mit dem Ladebildschirm rausbewegen. Guten Morgen, Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das hier? Ah, nee, da. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Ich finde auch diesen Hotelraum hier faszinierend. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Nö. Raus hier. Dann eben nicht. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9999999. Wie möchten Sie darüber informieren? Hallo? Jemand da drin? Das Entwicklungscenter umgehen verlassen müssen. Machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Ja. Ah, du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Boah, das Bett und... dicht drin lassen, weil der Raum ist mega widerlich. Das Bett, schau alles dich mal das Bett an. Da unten? Nö. Hörst du mich? Hallo? Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Okay, das war Springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Wie bereite ich mich darauf vor? Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Die Reserveenergie ist alle und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Oh, sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Oh, hör doch mal auf zu labern. Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Ja, dann aber hör auf zu labern. Mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Mannspirnen vorfindet? Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Hör zu,
wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, der Turm, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Fast geschafft. Nochmal, du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Ich frage mich, ob bei Chelda auch irgendwelche chromatischen Flashbacks losgehen. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Spiel. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Das ist aber wirklich echt geil, wie verfallen die Anlage ist. Und man sieht deutlich, wir sind nach wie vor mit Shell unterwegs. Wir wurden ja auch begrüßt mit Willkommen zurück. Oh, die Musik ist aber auch geil. Würfel und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Also die Designer haben sich echt Mühe gegeben. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Ist das hier mit den ganzen Pflanzenwildwuchs? Ist der auch unerlaubt? Und wann hatten eigentlich die Fahrstühle ein Redesign? Die waren doch vorher geschlossen. Ja gut, ich wüsste, ich spiele das Spiel nicht blind. Ich kenn's ja, ich habe schon mal gespielt. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Oh. Überwachungskameras gibt's aber noch. Ich glaube, es sind echt die Original-Testkammern, oder? Es kommt mir doch sehr bekannt vor hier die Rätsel. Ich überlege gerade, wie ich damals Portal 1 und Portal 2 gespielt habe. Ob ich die Rücken an Rücken gespielt habe? Oder mit Jahren zwischen? Hier sind es jetzt nur ein paar Monate letztes. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Hey, die Kommentare sind geil, aber es ist nicht mehr Gladders Stimme. Ist das jetzt auch aufgefallen? Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Animal King Takeover. Okay. Auf was Aperture alles vorbereitet war. Das gesprungene Glas, das sieht so geil aus. Na bitte, geschafft!
ich mich gerade erschrocken. Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Gut, dass hier im Wasser gelandet sind. Siehst du die Portalkanone? Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Ist das Redman hier? Ah, das ist Neurotoxin, die Szene, oder? Mit dem Companion Cube. Das sieht also wütend aus, ich glaube, das sind wirklich einfach nur Leidende. Da bauen sie Gladys. Der Kuchen! Kuchen! Ich teste für Kuchen. Oh. Redman und sein Cube. Gladys besiegt, fühle ich. Uns hat er gut getroffen. Wie gesagt, das Setting ist eben einfach geil. Und die Musik. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Geile Aussage. Dann kann ich denn die Kamera da nicht runterschießen? Merkwürdig. Gut. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Ich finde auch geil, dass er von einem zukünftigen Mitarbeiter redet. Das ist ja gar nicht mehr im Kopf, dass es so auf Apokalypse sogar gebaut ist und einfach mitspielt. Dass irgendjemand den Plan betrachtet hat, dass die Anlage kaputt geht und trotzdem Testsubjekte hier durchlaufen. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Remember your evacuation training. Das sind definitiv die ursprünglichen Testkammern hier. Geht doch. Das Wasser plätschert im Hintergrund. Eigentlich durch den Abschnitt auch relativ. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Hilfreich. Man sieht auch deutlich mehr von dem, was hinter dem war. Unreason. Die über den Mond springt. Katzencube, geil. Das sind aber wirklich die Highlights jetzt gerade im Abschnitt. Nicht die Testkammer, wie gesagt, die kennen wir ja schon aus dem Original. Gerade was sich so dahinter verbirgt.
weil ich sehe gerade gute Laune. Die Jazzmusik war geil. Wird das Enrichment Center mit Feuerwehren, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Kein Teil des Tests? Warte mal. Schön Rebound gehabt. Die Testkammer sagt mir zum Beispiel wieder nichts. Spannend. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Yay. Automatische Bandansagen. Party time. Ist echt bescheuert. Please remain calm. Wo gibt's denn hier Bäume? Obwohl ja, mittlerweile gibt's hier, glaube ich, reichlich Bäume. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihnen Gott. Geilste Aussage überhaupt. Das sind alles alte Tricks, die man kennt. Ich will trotzdem noch ein Portal schießen? Nee. Also erst Portal schießen, dann aufnehmen. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Ich muss ja da erstmal irgendwie... Ah. Habe ich hier nicht, um irgendwo hinzukommen. Oh, was? Nein, 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 nein. Oh, nö. Was lässt du den denn fallen, Mädel? So weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist.
Die Kommentare sind echt gerade meine Hölle. Bist du dumm, alt oder verstrahlt? Du verlässt dich darauf auch gerade, Dell, oder? Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Und die rechtliche Belehrung ist mit dabei. Super, du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also, okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang mich auf! Au. Einmal Abfrage. Wer hat damit gerechnet, dass ich ihn wirklich rechne? Tot. Ich lebe noch. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Okay, dreh dich wieder um. Bam. Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Geht mit und los geht's. Gott, nervt der Junge mich jetzt schon. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Oh. Weiter, weiter. Ja, wirklich, wer fängt ihn denn auf? Er ist so nervig. Und ich weiß auch noch, was im Spiel mit ihm passiert. Niemand fängt ihn auf, oder? Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Wissen, wer sie Willst du ist. Die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Mhm. Ich weiß, ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Naja, schön wär's. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, und es ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Funktioniert das Ding noch? Okay, die Treppe runter. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Hör auf zu labern, Junge. Ah, entschuldige. Am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Ich weiß nicht, wo sie diese bodenlosen Abgründe her haben. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Na dann rein. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. K-
klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay. Oh okay, Gott. Ganz ruhig, alles Paletti. Ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Nein, wird noch schneller. Oh oh. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort, das kann ich hacken. Kein Problem. Wollen mal sehen. Nein, warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Ah. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Ah. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Du Monster. Das hat aber schon fast auch einem Horrorfilm teilweise, oder? Oh, schüttelt mich richtig. Companion Cube. Da ist sie. Warte. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Nein, will nicht. Lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Wichtig ist, dass du zurück bist, bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen, bis an dein Lebensende. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Gott, ist ein Psychopath. Was habe ich mich da nur reingebracht? Hey, du hast ein Auge auf mich, oder? Thank you.
damit startet Teil 2, der Kaltstart. Und das werden wir im nächsten Part uns angucken. Der Höflichkeitsbesuch, naja, ist mehr oder minder positiv geendet. Also macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.